Gesellschaftlicher Zusammenhalt, was bedeutet das für mich? In erster Linie Respekt und Toleranz, natürlich auch im Miteinander und auch im Füreinander. Es bedeutet für mich Solidarität und dass wir uns Räume schaffen können, um unsere Individualitäten ausleben zu können. Wir schaffen das mit Nachbarschaftshilfe, Angeboten für die Kinder- und Jugendbildung. Ganz unbedingt muss das mit dabei sein. Gleiche Bildung für alle und ein großes Herz für jedermann. Es fällt nicht immer leicht in Zeiten wie diesen, aber ich glaube, gemeinsam kann man das schaffen, weil darum geht es. Wir müssen gemeinsam miteinander und füreinander da sein.